Seid gegrüßt, Champion. Hawk. Ein Kerl namens Dane hat mich mal gefragt, welchen Sinn hat es, dass ein Laden so schwer zu finden ist? Also bitte, mach. Der Mann hat einfach keine Ahnung. Diese seltenen, verzauberten Stücke sind der Stolz meiner Sammlung. Neben den Socken. Man kann nie genug Socken haben. Der Name dieses Golems ist Thaddeus Gigantus Crumbum der Dritte. Er ist mein absolut. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr bei diesem Chaos hierbleiben würdet, Meryl. Es hat nichts mit euren Elfen zu tun. Alles ist miteinander verbunden. Wir wurden geboren, viel ist geschehen. Und jetzt stecken wir mit unseren Freunden in der Klemme. Das erscheint mir zu simpel. Simpel ist gut. Es überrascht dich und bringt dich zum Lächeln. Vielleicht sollte das hin und wieder genug sein. Simpel ist gut. Danke für euer Kommen, Champion. Wenige werden meine Gesellschaft suchen, da ich nun das Ziel von Meredith's Zorn bin. Was mich in eine schwierige Lage bringt. Sie hat nicht gänzlich Unrecht. Ich weiß, dass einige der Meinen ihr auf gefährlichem Wege trotzen. Aber ich kann nicht die Hilfe der Templer anrufen, ohne jeden Magier zum Ziel zu machen. Braucht ihr Hilfe gegen Verräter in euren Reihen? Verräter? Vielleicht. Rebellen? Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob sie mit Dämonen zusammenkommen oder nur einen Spaziergang im Mondlicht machen. Spaziergänge sind doch gut. Selbst Magier brauchen ein wenig Bewegung. Ich weiß nur, dass heute Nacht in der Oberstadt ein Treffen stattfindet. Ich würde selbst hingehen, aber wenn ich den Turm ohne Erlaubnis verlasse, ist das für Meredith ein Beweis meiner Beteiligung. Ich finde heraus, was sie planen. Es ist unnötig, die Templer mit hineinzuziehen. Danke. Eure Unterstützung ist ein Rettungsanker für mich. Bringt einfach in Erfahrung, worum es bei dem Treffen geht. Ihr müsst nicht eingreifen, solange ihr auf nichts Böses stoßt. Und ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Sonst hat Meredith ihre Legitimation für das Recht der Auflösung. Gibt es zu Bianca eine Geschichte? Es gibt zu allem eine Geschichte, Gänseblümchen. Dann erzählt sie mir. Das geht nicht. Warum nicht? Es gab da ein Mädchen und der habe ich etwas versprochen. Bianca ist die einzige Geschichte, die ich niemals erzählen kann. Das dürft ihr nicht sagen. Jetzt habt ihr mich noch neugieriger gemacht. So war's gedacht, Gänseblümchen.
Da kommt jemand! Der Champion! Wir wissen, dass ihr für Orsino spioniert. Lauft! Wir erledigen das! Durchsucht sie. Es muss noch mehr zu finden sein.